Hallo, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin Säuliber Odo und wir sind zurück bei Weg für eure 3 Minuten. Yay! Das letzte Mal haben wir das Radikale unterstützt und hat Frankreich sich gedacht: Yay! Wisst ihr, was wir unbedingt brauchen? Wir brauchen eine Art Weltkrieg. Sind sie den anderen Sachsen zu Hilfe gekommen, diese Waffen. Und jetzt führe ich da so einen besteuerten Idiotenkrieg mit denen. Nur weil die nicht in der Lage sind, zu erklären, dass Sachsen anders regiert. Und sehe ich da an der Grenze einen Haufen Konflikt. Ja, schon irgendwie bestätigen. Ach, ja. Schauen wir mal. Ich meine, insgesamt werden wir den Krieg natürlich gewinnen. Ich möchte Helden. Ich habe jetzt auch Truppen nach Frankreich geschickt. Hat das ganz gut funktioniert. Dann gleich angreifen. Die dürften die gesamte Armee im Süden stationiert haben bei Sansibar. Mit etwas Glück sind keine Token, wenn ich einfalle. International Telephone Range mit Württemberg. Sounds like. Ja, natürlich. Wie sollte es sonst sounden? Wir diesen Kampf. Stimmt. Gott, das Ringen hatten wir kommen, gell? Beim letzten Krieg. Doof. Die Niederlande haben da angelandet. Das ist ja so. Voll für euch werden. Wir schmeißen euch zurück ins Meer, Freunde. Also Sachsen hat sicher gleich verloren. In den Episoden habe ich einen Haufen Truppen aus. Unter anderem habe ich aber auch Naval Bases angefügt. Nämlich hier, damit das mehr werden. Wir haben eine neue Partei, die Progressive Party. Was könnte Progressive Club bestehend aus den Kleinbürgern, den Arbeitern, Intellektuellen. Was für eine Kombination. Kommunisten gibt es offensichtlich keine mehr. Naja. Oh, interessant.
Wir waren doch bei den Christlich-Sozialen dabei noch. Warum haben die Landowners nur noch 8,5%? Wie kann das überhaupt sein? Und warum? Warum sind eigentlich? Okay, ja. Was ist das? Revolutionary America. Finde ich cool. Vielleicht, weil sie zurückgesteckt sind. Oh, Revolutionary America hat die reicheren Gebiete sogar. Ja. Wohin ist eigentlich? Die tatsächlich älter. Auf 82. Woher kommen diese Schiffe? Woher nimmt der die? Sehr ärgerlich. Wenn meine Flotte sein sollen. Sachsen aus dem Krieg ist, wo ich einen weißen Frieden, also so gesehen. Passt das schon. Wir könnten eigentlich capitulaten, weil es gibt eh nichts mehr, wofür sie kämpfen können, oder? Und nach Sachsen kommen sie nicht, weil da müssten sie. Machen wir doch glatt. States in Turmoil 29 mittlerweile. So viele States haben wir gar nicht. Scheinbar schon. Inactive Trade. Jetzt schauen wir mal, was ist das? Oh, okay, gut. Wartet's mal. Wie schaut das da aus? Natürlich. Württemberg, ja. Warte mal, habe ich Braunschweig nicht? Warum habe ich Braunschweig? Ah, ich glaube, die waren very. Ja, stimmt. Na gut, aber schlecht. Können sie wohl um. Cold minus 5. Anbieten. Wieso willst du nicht?
Achso, wenn wir noch nicht sind. Den Nautics Accept. Das ist auch neues. Schließ. Mal wieso anhalt nicht? Da weiß ich schon, so. -4, aber jetzt nur noch der Swing ist Ende. Ich jetzt. Was ist mit Bank? Da haben wir ja auch eine Obligation. Minus 14, ideological differences. Belgien. Minus 38. Okay, das heißt, die Fendt-Order ist Solve Obligations, plus die vierte am Mexiko. Bist du Mexiko? Wahrscheinlich eher nicht. Dachte ich mir. Aber wisst ihr was? Eure Relation verbessern. Das ist eine gute Idee. Na gut, glaube, wir das Spiel weiterhalten. Established. Wieso da? The Moving Pictures. The acquisition of film recording equipment and establishment of movie theater throughout Austria has led to fledgling film industry taking root. Film is the perfect tool to capture the harsh reality of our age. Die Beziehungen zu denen, oder Cinema shall be the frontier of storytelling. Okay, wartet mal. Rural Folk ist auf minus 10. Die Bursch auf minus 10. Trade Unions auf minus 7 und Intervalle plus 5. Ja, mal. Was soll's? Irgendwie müssen wir die ja langsam sicher wieder hoch. Sinkt unser Bruttoinlandsprodukt eigentlich gerade?
Schauen wir mal. Ups, irgendwas bei beim Herden. Schön. Ich war so, yes. Dann wird mehr Büro. Apropos mehr Bürokratie. Vielleicht sollten wir mehr Bürokratie hier. Government. Warte mal. Wir brauchen gar nicht investieren darin. Wir haben ja die Telefone jetzt. Ich bin so dumm. Mit euch. Die sind gar nicht sonderlich. Profitabel gerade. Werden ist folgendes. Erstmal. Wir werden gleich mal herbei. Ja. Awesome. Außerdem so, jetzt schauen wir mal den Preis vom Markt an, nachdem wir umlassen. Wo sind die Telefone? Wo ist das Telefon? Telefone sind Luxury Goods. Okay. Was machen wir jetzt? Analytical. Authority, political affiliation. Ah, behaviorism. Weniger bureaucracy und mehr influence. Multilateral Alliances.
mehr Geld. Komm, ich gleich fertig. Das gibt uns die Zeit, nachdenken darüber, was wir als nächstes brauchen. Schon wieder eine fünfte Revolte. Was ist das? Wieder Katsiri? Das hatten wir schon. Oh, Griechenland. Holstein Supports auch jetzt sehr gut. So, National Standards. Wir könnten die Steuern wieder senken. So. Oh, Cherokee up. Da können wir uns gar nicht. Das ist offensichtlich ein Teil. Um mir in irgendeiner Form. Interessiert sind. Okay, gut, was machen wir jetzt? Machen wir wieder irgendein. Das macht unsere Landwirtschaft nicht. Dramatik. Oh, da macht er. Action Sektor. So. Das aus, was ich. Ihr, was haltet ihr davon? Oh, jetzt. Ja. Nicht mehr vollkommen aufgeschlossen. Okay.
Diese zwei Dinger sind eher schwach. Können sie ignorieren. Komm schon, Bayern, wenn du auf meiner Seite wärst, dann wäre alles gut. Agreement mit Bayern. Nicht gut. Okay. Herrschaften, an dieser Stelle mache ich Schluss für heute. Erstens und zweitens halbe Stunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schlaft gut und bis dann.